Nachwuchs bei Polaris. Mit der ETX als kleinstem Spross der Sportsman-Baureihe feiern die Amerikaner in der Einsteigerkategorie ein Revival. Dabei beweist die Sportsman ETX im Test ungeahnte Qualitäten. Das kleine ATV kann bei weitem mehr, als man es von einer 320er erwarten würde. Schließlich hat die ETX mit den alten Einsteiger-ATVs des amerikanischen Offroad-Spezialisten nichts gemein. Angelehnt an die Technik der erfolgreichen 570er entstand die kleine Sportsman ETX, in welcher der gleiche 30 PS starke ProStar-Motor verbaut ist, der auch die kleine Ace befeuert. Die Optik der kleinen Sportsman wirkt gefällig. Aus den übergroßen 14er Rädern der großen Geschwister wurden moderate 12er, auf die serienmäßig 24-zöllige Maxxis-Reifen aufgezogen sind. McPherson vorn, doppelte A-Arms hinten. Mit dieser Fahrwerkskonzeption, die auch bei der 570er zum Einsatz kommt, schickt Polaris das kleine Allrad-ATV ins Rennen. Den kompletten Test gibt's nachzulesen in ATV und Quad Magazin, Ausgabe 2015/56.